Schrottfilme. Zu schlecht für den Oscar, zu gut für den Bambi. Auf der Streaming-Plattform des Vertrauens mal wieder etwas zu weit gescrollt und zack, stößt man auf sowas. Das war ein Ausschnitt aus Transmorphers, ein Film der amerikanischen Produktionsfirma The Asylum. Die hat Blockbuster, Abklatsch und Scheißfilme zum Geschäftsmodell gemacht und haut sie zigweise raus. Mit Erfolg. Ihr Meisterwerk Sharknado hat auf Rotten Tomatoes mehr Punkte als echte Blockbuster wie beispielsweise Ready Player One. Wie kann das sein? Und wer guckt die Rotze? Wir haben für euch die dusseligsten Stücke rausgesucht und schauen uns an, mit welchen Tricks die Macher sogar solche Scheiße hier zu Gold machen. Sieht so aus, als könnten wir ein wenig Nuklearfisch bespielen. Oh yeah. Oh yeah. Hollywood, eine Stadt wie die Kölner Silvesternacht. Himmel und Hölle dicht nebeneinander. Nur ein paar Kilometer entfernt von den glänzenden Traumfabriken liegt Burbank, Heimat der Produktionsfirma The Asylum. Hauptproduzent von sogenannten Mockbustern, also Filme, die aussehen wie richtige Blockbuster und auch so ähnlich heißen. Dahinter verbirgt sich dann allerdings sowas. Das bekannteste Machwerk von The Asylum ist die Sharknado-Reihe. Das passt, denn das gesamte Geschäftsmodell der Mockbuster beruht auf dem Erfolg von Der Weiße Hai, Steven Spielbergs Blockbuster von 1975. Damals haben sich kleinere Studios an den Killerfisch-Trend drangehängt und Abklatsch produziert. Zum Beispiel Barracuda, Marco die Bestie oder Tintorera, Meeresungeheuer greifen an. Im neuen Jahrtausend wurde diese Geschäftsidee wiederbelebt. Im Windschatten Hollywoods Blockbuster-Billo-Imitate rausbringen und hoffen, dass jemand daneben greift. Denn bei den Titeln besteht höchste Verwechslungsgefahr. Snakes on a Plane wurde umbenannt zu Snakes on a Train. After Earth wurde zu Alpha Earth. Edge of Tomorrow heißt bei Asylum Age of Tomorrow. Pacific Rim wurde in Atlantik verlegt zu Atlantic Rim. Independence Day wurde zu Independence Day. Paranormal Activity zu Paranormal Entity. Suicide Squad wurde zu Sinister Squad und Transformers zu Transmorphers. Ey, das kenn ich doch auch von meiner Filmsammlung. Indiana Jones, das fabelhafte Loch der Amelie und Robocock. Das ist Kunst. Aber fallen die Leute wirklich darauf rein? Wir haben bei Oliver Kalkhove nachgefragt. Der bietet mit der Tele5-Reihe Schläferz quasi eine Begleittherapie für Scheißfilme an. Es gibt eine ganz, ganz, ganz große Menge von Menschen, die kriegen zwar mit, dass da jetzt ein großer Film läuft, der so Transformers oder so ähnlich heißt, aber dann sind sie irgendwie in einer Videothek oder sonst wo und sehen einen, der so ähnlich heißt und so ähnlich aussieht und sagen, ah, ich glaube, das war der, nehmen ihn mit. Tja, und dann ist das auch schon auf dem Konto von The Asylum gelandet. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mag so einen Müll. Ich schaue mir das sogar lieber an als manch normalen Film. Warum ist das so? Weil die Filme dann doch irgendwie auf perverse Art unterhaltsam sind. Und keine Sorge, Freunde der Filmanalyse, wir wollen hier an dieser Stelle Weltraumschrott wie Transmorphers nicht unironisch loben. Aber irgendwie haben B-Movies schon ihren Reiz. Auch weil sie Hollywoods Kodex knallhart brechen. Es braucht keine große Moral, dafür halt eben etwas mehr Blut. Und die Dialoge, ja, die sind auch eher Nebensache. Hey, dieses Baby wird ihn ordentlich einheizen. Seid ihr da mal nicht so sicher? Hm? Diese Plasmakanonen könnten an ihren Panzern verpuffen. Verpuffen, wie die Schauspielkarrieren der Darsteller. Aber das Herumgeprolle macht irgendwie Spaß. Und auch Connoisseure kommen auf den Geschmack dank kleiner Anspielungen an die echten Meisterwerke. Wie zum Beispiel in Sharknado. We're gonna need a bigger chopper. Wo der Weiße Hai zitiert wird. We're gonna need a bigger boat. Außerdem weiß The Asylum, wie man die Zuschauer hookt. Es fängt immer sofort damit an, dass man in der ersten Minute eigentlich das Tier sieht oder den ersten Toten oder die erste Action-Szene. Man füttert die Leute mit wirklich billigen Schaueffekten an. Aber lohnen sich die Filme auch finanziell? Nun, The Asylum dreht nach dem Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip kommt aus der Wirtschaftslehre und bedeutet kurz gesagt, mit 20% der Arbeit bekommt man schon 80% des Ergebnisses. Das mache ich im Funpark genauso. Einfach die hässlichste anmachen, gefummelt wird eh im Dunkeln. Während sich also die großen Studios an ihren Blockbustern verkünsteln und Millionen in Detailarbeit reinstecken, arbeiten die Mockbuster-Studios viel effizienter. Okay, jetzt los, machen Sie. So sehen zum Beispiel die Special Effects aus, als hätte man bei einem Videospiel die Grafikeinstellungen auf Minimum runtergedreht. Außerdem ist The Asylum ein großer Fan von Recycling, zum Beispiel von Sets. Hier der gleiche Gang in Transmorphers, in Independence Day und in Martian Land.
jeweils unterschiedlich ausgeleuchtet. Und selbst wenn die Filme als Fantasy-Epos in einer Märchenwelt anfangen, wird die Story so hingebogen, dass man den Rest im Großraum von Los Angeles drehen kann. Deswegen kosten die Filme weniger Geld und schreiben umso schneller schwarze Zahlen. Aber warum verklagen die Hollywood-Studios die Asylum nicht? Weil die Macher gerissen sind. Die Titel der Filme sind stets abgewandelt oder wie im Fall von Sherlock Holmes eh schon wegen dem Alter nicht mehr geschützt. Einmal haben sie es dann aber doch übertrieben. Age of Hobbits musste umbenannt werden, weil Hobbits als Fabelwesen eindeutig dem Tolkien-Universum zugeordnet sind und die Rechte dafür eben bei Warner Brothers liegen. The Asylum konterte mit einem Tiefschlag. Die schikanöse Klage sollte angeblich nur von den schlechten Kritiken von The Hobbit ablenken. Dabei war der Hobbit ja schon so etwas wie das Trash-Remake von Herr der Ringe. The Asylum geht jedenfalls ziemlich gerissen vor. Zum Beispiel nach der Finanzkrise. Als der Rest von Hollywood mit dem Bauch nach oben geschwommen ist und niemand mehr Geld ausgeben wollte. Dank Minibudget konnte Asylum aber ohne Risiko weiterdrehen. Und damit aus der Situation sogar noch mehr Profit schlagen, wie selbst der Produktionsboss einräumt. Basically hiring people that have worked, you know, at such a high level and have, you know, begrudgingly come down here to the asylum because they need work. Das machen sie übrigens auch mit ihren Darstellern so. Und man sieht ja auch ganz viele Stars, die vielleicht mal in Serien oder kurzzeitig in irgendeinem Franchise mal einen mittelmäßigen Erfolg hatten und die dann hier wirklich, glaube ich, ihr Gnadenbrot. Also ich glaube, Asylum ist so der MDR von Hollywood. Tja, aber was überwiegt denn jetzt? Kunst oder Kommerz? Olli Kalkofe hat die Asylum-Leute am Set von Sharknado 3 persönlich getroffen. Ich glaube, bei Asylum konnte man sehen, dass da zwei Herzen in einer Brust schlagen. Das eine ist, es sind Geschäftsleute, die machen einfach wirklich mit wenig Geld Filme, die so ähnlich sind wie andere. Und die sind nur da, um Kohle zu machen. Dann gibt es aber auch Sachen wie bei Sharknado. Da hat man schon deutlich gemerkt, da war schon richtig Herzblut dabei. Und mit diesem Spagat produziert The Asylum einfach extrem schlau Filme mit dem Unterhaltungswert von Auffahrunfällen. Und hat sie tatsächlich gefunden. Die perfekte Erfolgsstrategie im Haifischbecken Hollywood. We're gonna need a bigger chopper. Also ich gucke Trash-Filme ja unironisch. Aber den Valulis seiner Videos, die gucke ich ironisch. Den habe ich sogar ironisch abonniert. Und ironisch die Glocke gedrückt. Und jetzt schreibe ich dem noch einen ironischen Kommentar. Deine Sendung wäre echt viel besser ohne den Typen auf dem Kunstlederimitat-Sessel.